So Akku und so erinnert mich so ein bisschen an eine Marke, die wir schon des Öfteren gefilmt haben, von der Kantigkeit. Liege ich Nox? Das ist richtig, genau. Ist der gleiche Akku. So, das ist BMZ. BMZ, Batteriemanufakturzentrum Deutschland. Die bauen ja Akkus und genau. Sie sieht aus wie Nox, ist nämlich erprobt. Neue Marke bei uns. Ja, neue Marke. Also Möwe ist speziell mit dem Ös natürlich für Amerika angelegt, denn die stehen ja, wenn da irgendwo zwei Pünktchen hat, dann kaufen die, oder? Das ist die Frage, ob du das erstmal überhaupt aussprechen können. Ja, Move heißt das dann bei denen. Genau, dankeschön. Ist ein deutscher Hersteller, ist tatsächlich nur für den deutschen Markt gemacht. Du weißt ja, wir verkaufen super gerne Pinion. Sag mal, was Pinion ist, nur dass ihr das mal versteht. Das ist kein Motor, sondern hier ist was ganz Besonderes. Die Welt wurde auf den Kopf gestellt. Das Getriebe ist nicht mehr hinten, sondern vorne. Und der Motor ist nicht mehr vorne, sondern hinten. Insofern hast du den gleichen Effekt eigentlich, bloß umgekehrt. Ganz genau. Und das sind so zwei, also sowohl der Motor ist was Besonderes, als auch das Getriebe hier vorne. Das Getriebe hier vorne wurde von zwei Porsche-Ingenieuren damals entwickelt, die sich gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass es beim Fahrrad einfach nicht ein richtiges Getriebe gibt. Die haben so das Porsche-Getriebe damals mitentwickelt und dann haben sie sich zusammengetan und dachten so, ja komm, wir bauen mal so ein richtig geiles Getriebe fürs Fahrrad. Und haben das dann quasi auf den Markt gebracht. Funktioniert wunderbar. Ne? Du hast hier Pinion mit 16 Gängen, wenn du willst, mit 13, mit 12. Drei Versionen gibt es. Hier haben wir die 12. Warte, du bist zu schnell. Ich zeig mal gerade. Das ist der Drehgriff. Und genau. An diesem Drehgriff bitte einmal deine Hand wegnehmen, dass man das mal sieht. Da sind Zahlen drauf. Das sind die Gänge. Das sind die Gänge. Wie viele Gänge haben wir denn? 12 Gänge. 12 Gänge, also eine richtige 12-Gang-Schaltung, aber das Besondere hierbei ist, du hast keine Kette mehr und das kommt den Leuten unglaublich entgegen. Ich erzähle nur mal gerade so Basics, die du ja schon alle kennst, du auch, wo du die auch mal gerne vergisst, denn hier macht man sich die Finger nicht mehr schmutzig. So, ich mach's mal vor. Es ist sauber. Also die Spannung stimmt immer, da geht kein Kettenritzel mehr kaputt, da ist kein, also es funktioniert einfach. Es macht Spaß, einen Riemen zu fahren, ist natürlich auch leiser und ist einfach sauber. Das Besondere nochmal bei den Pinion ist natürlich auch die Übersetzung. Ich habe weit mehr, als ich bei normaler Kettenschaltung oder Roloff quasi Übersetzung habe. Ich kann mit der Pinion auch bis zu 650% übersetzen. Also mehr als eine Mountainbike-Schaltung. Genau. Ja. Natürlich, durch den E brauche ich die krassen Gänge nicht. Deswegen wird die Pinion auch sehr oft jetzt mit 12 Gängen gebaut. Ne? Sogar die 12 Gänge sind von der Übersetzung her, das ist ja schon über 500%. Gibt es ja auch elektrisch, die Pinion? Es gibt drei Versionen. Also das gibt es noch elektrisch, dürfen paar Hersteller ab nächstes Jahr einbauen und das Ganze gibt es ja noch mit dem Pinion Motor. Das wurde ja dieses Jahr auf der Eurobike vorgestellt, wo die einen eigenen Motor entwickelt haben, wo Motor und Getriebe in einer Einheit ist und die glauben, das ist die Zukunft. Hat Vor- und Nachteile. Zum einen ist es halt extrem laut. Das genaue Gegenteil, was wir hier haben. Das ist das leiseste Fahrrad überhaupt auf dem Markt, weil durch den Heckmotor ist ja extrem leise. Du hast ein super natürliches Fahrverhalten und du hörst nichts. Alle, die dieses Fahrrad kaufen, sagen ja, also es ist so, als würde ich ein ganz normales Fahrrad fahren. Aber es ist der neue Motor. Barfang oder was ist hier drin? Nee. Hier ist ja Neo Drives drin. Was ist denn Neo Drives? Ich kenne nur Barfang. Das ist ein deutscher Hersteller. Also nicht der China? Motor, nein, das ist auch das Besondere dabei. Der Motor wird zu 98% auch in Deutschland hergestellt. Auch die Teile, die kommen, das ist alles aus deutscher Produktion. Neo Drives kennt man vielleicht, die bauen super hochwertige Stühle für Behinderte. Da haben sie halt dieses Know-how. Das sind Rollstühle, elektrische Rollstühle für Behinderte und da sind die schon ewig im Einsatz, genau, diese Motoren. Da haben die halt das Know-how und dann haben sie natürlich das Motor auch im E-Bike-Bereich reingebracht. Was ich stark finde, ist natürlich, dass sie das System einmal gedreht haben, weil normalerweise ist die Schaltung ja hinten, Motor ist vorne und dadurch hast du nicht den Nachteil, dass du Motor und Schaltung hinten hast. Das heißt, die Schaltung, wenn sie auch mit hinten wäre, würde ja gar nicht wirken. So hast du aber die volle Wirkung. Das heißt, du kannst das Drehmoment richtig aufbauen durch deine Muskelkraft und kannst sie damit dem Motor helfen, zum Beispiel den Berg auch anzuschieben. Genau. Und das Besondere auch nochmal zusätzlich bei dem Heckmotor ist, es ist sofort da. Das dreht ja mit, ne? Verstehst du, was ich sage?
Nee, achso, der muss nicht erst auf Touren kommen, der ist immer da. Der ist sofort da, genau. Und du merkst dann sofort, okay, der hat einfach Power. Und ist halt auch sehr, sehr leise. Der Heckmotor ist eigentlich technisch dem Mittelmotor überlegen, aber der Heckmotor ist dann irgendwann mal abgestorben. Es ist nur bei so speziellen Rädern sehen wir halt den Heckmotor. Ja, was jetzt kommt demnächst, das weißt du noch gar nicht, ist eine dieselelektrische Maschine. Die den Diesel, genau wie eine Diesellok. Hier ist ein bisschen anders. Hier wird die elektrische Energie aus dem Akku entnommen. Rekuperieren kann ich es aber nicht, oder? Mit dem Motor. Das ist der Vorteil von Heckmotor. Nein, du willst nicht verarschen. Du kannst rekuperieren. Du kannst auch Energie rückgewinnen. Weil ich bekomme jetzt ein Faltfahrrad mit Rekuperation. Du kennst den Hersteller aus Österreich. Ganz kleines, ganz leichtes. Und da kannst du beim Bremsen kannst du rekuperieren. Du kannst also das Fahrrad fahren in der Stadt, ohne es jemals aufzuladen. Das ist kein Witz. Das heißt also, du trittst einfach zurück und dann rekuperiert er die Leistung wieder zurück in die Batterie. Und das klappt so gut, dass wenn du ankommst, du die gleiche Leistung in der Akku... Ja gut, nee, das wird nie passieren. Also physikalisch verlierst du ja immer Energie, ne? Nein, beim Bremsen aber nicht. Ja, beim Bremsen auch. Also du kannst ja nicht wieder 100% zurückgewinnen. Sonst würden wir auch Autos... Nein, 100 nicht. Aber der sagt also, halt... Du kannst 30-40% Akku wieder dazu gewinnen. Das ist beim Auto ja auch so. Hier ist es genauso. Du kannst 30-40% Akku wieder dazu gewinnen. Bergab, wenn du fährst, bist du über 25 km/h, gehst du ja einfach auf minus 1, minus 2, also gewinnst du wieder Energie zurück und... Sag mal bitte, das minus 1, minus 2, wie geht das? Geht ja nicht, weil das wird erst angezeigt, wenn ich über 15 km/h bin. Kannst du das diesmal mal anmachen, bitte? Das war einmal kurz die Neuigkeiten. Ich weiß... New Drive braucht nur ein paar Sekunden und denkst, okay, habe ich es angemacht oder nicht, aber ist jetzt an. Es bootet. Also, das ist aber eine lange Zahl. Also 1, 2, 3, 4, 5 habe ich Dings und dann habe ich hier off und dann habe ich zwei Stufen, minus 1 und minus 2. Aber diese das minus geht aber erst, wenn du minus 2, 15 km/h fährst. Deswegen kann ich es dir gerade nicht zeigen. Und dann gehst du halt auf minus 2 und gewinnst wieder. Ist das so praktisch wie das Pedal Assist beim Auto? Also wenn du jetzt ein E-Auto hast, du fährst ja sowas nicht, aber ich habe so ein E-Auto, ich bin ja... auch ein Hybrid. Also. Ja, ist klar. Du hast auch ein Hybrid. Echt? Welchen? Ich habe einen Volvo. Volvo. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Also hier... Habe ich dich auch schon mal abgeholt damit. Hier kannst du rekuperieren, das heißt, du kannst den Berg hochfahren, solch eine Passstraße, wäre kein Problem mit dem... Und dann beim trittst ein bisschen rein, beim Rückfahren kannst du dann... Rückgewinnen, genau. Ja. Wunderbar. Und vor allem, wenn jemand irgendwo wohnt am Berg und morgens irgendwie runterfahren will, der kann einfach nur rollen lassen und irgendwie sein Akku voll bekommt bis zur Arbeit. Und das Coole ist... Dann wieder leer machen. Das Coole ist natürlich, wenn du das Fahrrad mit hochnimmst, zum Beispiel auf eine Bergtour oder so irgendwas, du machst eine Abfahrt damit, das habe ich nämlich jetzt gemacht, einen Vorarlberg, das klappt super, dann kann man das benutzen. Bereifung, kommen wir mal darauf, das ist eine richtige Ballonbereifung hier drauf. Das heißt, ich kann nicht nur das als reines Trekkingrad verwenden, ich kann es auch als Schlechtwege ein bisschen verwenden. Oder? Schotter, Waldwege sind kein Problem, die kannst du auch mit wenig Luft fahren, aber auch mit viel Luft. Du hast hier natürlich auch eine Luftfederung, auch Shock Paragon. Federt natürlich auch viel, aber du kannst hier auch mit dem Reifenbasten regulieren. Besonderheit ist hier auch, du hast hier das EQX-Licht, das ist das große Licht von Buschenmüller, ist schön hell. Und da kannst du auch... Fernlicht, haben wir das? Fernlicht hast du bei dem Modell jetzt nicht. Okay, dann die Bremsanlage ist erhaben, kommt aus dem Mountainbike-Bereich. SLX, genau. Ja, SLX. Kennst du ja, brauche ich ja gar nicht zu erzählen. Ja, nee, aber bitte den anderen erzählen. Was ist SLX? Also bei Shimano gibt es ja verschiedene Reihen und die SLX-Reihe war ja früher zwischen Diora und XD. In 2 Jahren gibt es ja nur noch die Diora und XD. Was sind das hier für schöne Züge da drin, diese Mäntel? Das sind einfach so Überzüge, damit das Fahrrad aber noch ein bisschen pfiffiger aussieht. Das haben die aber gemacht, oder? Das ist dann extra. Also Möwe haben wir reingenommen, weil es nochmal ein bisschen was Spezielles ist. Vom Design her, von der Verarbeitung. Das ist jetzt keine Riesenmanufaktur, das ist ein deutscher Hersteller. Die bauen vielleicht 10.000 Räder. Aber das sind so Kleinigkeiten, die das Rad auch ein bisschen besonders machen. Es ist halt nochmal so ein Überzug auch von den Zügen etc. Sieht natürlich nochmal ein bisschen schöner aus. Ja, das Coole ist der Preis. 1.999 €. Kostet das Piniongetriebe Aufpreis? Genau. Und das komplette Fahrrad 6.399 ist eigentlich für das. Sag mal bitte. Bitte einmal gerade bitte mal in die Kamera halten, dass wir das abfilmen können. Es heißt Möwe. Ach, das ist da oben abgeschnitten. Voyager V8. Herren, so in schwarz, 6.399 €, ist ja fast geschenkt. Aber hier würde sich das Thema Bike-Leasing ganz besonders anbieten. Also gerade bei Rädern zwischen 6.000 bis 10.000 Euro, wenn ich Steuerklasse 1 bin, viele Steuern zahle oder zahle sowieso viel Steuern, dann kann ich über diese Steuerrückgewinnung, das ist so ähnlich wie bei dem Motor, die Energierückgewinnung, kann ich bereits gezahlte Steuern
einfach vom Bruttolohn das Fahrrad bezahlen. Das ist genau. Ziemlich cool. Du zahlst es nicht vom Nettolohn, vom Brutto. Du bezahlst vom Brutto und dann sinkt quasi dein Lohn am Ende des Jahres und dann bezahlst du natürlich ein bisschen weniger Steuern und dadurch beim Fahrradpreis macht sich dann bis 30-40% aus. Das Coole ist, ich muss es nicht gleich bezahlen. Das ist also auch ein Vorteil. Drei Jahre, voll Kasko versichert. Diebstahl gesichert, du kannst das Fahrrad, wenn es geklaut wird, sofort melden, kriegst innerhalb einer Woche ein anderes Fahrrad. Und du darfst ein anderes Fahrrad leasen. Sehr schön. Möwe und das Ganze jetzt ganz neu bei Switchbike Bornemann. Ihr habt dieses Jahr neue Marken. Vier neue Marken. Eine Marke habt ihr jetzt mitbekommen. Zweite Marke habe ich zwei Fahrräder bekommen, leider gestern verkauft. Welche Marke? Darf ich nicht sagen, aber machen wir nächstes Mal. Na, steht jetzt auf. Nein, machen wir nächstes Mal. Und dritte, vierte Marke kennt ihr vielleicht von anderen Händlern, die kommen bei uns auch rein. Ja, und da sagst du auch nicht, welche. Nee, das machen wir bei den Videos. Toll. Wieso erwähnst du es denn überhaupt? Finde ich nicht gut. So, hier sind wir. 10 Jahre Switchbike Bornemann, um die Spannung hochzuhalten. Wir filmen heute am 14. September 2023 im Webshop. Mittlerweile hast du da drei Mitarbeiter dran hängen, die wirklich da die ganzen Ab- und Zuläufe dann optimal verwalten. Könnt ihr sehen, welche Rahmengrößen und so weiter da sind. Das Rad ist, glaube ich, auch noch nicht online, weil ich das erst Montag bekommen habe. Aber also Möwe. Dings, genau. Aber jetzt, ich weiß auch nicht, wann du das Video sendest. Wahrscheinlich morgen oder so ist es dann schon online. Tschö. Tschüss.